Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Your Adventure Map. Da sind wir wieder und ich spiele mal wieder eine Map, die mir von einem Zuschauer geschickt wurde vor Ewigkeiten. Und dort war ein Texture Pack dabei, das habe ich jetzt einfach mal benutzt. Das ist allerdings nicht von ihm selbst erstellt, das ist nämlich das alte Texture Pack von Gronkh, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber glaube schon, ist auch egal. Willkommen auf dieser Map. Finde den Ausgang zu den Regeln. Moment, ich stelle jetzt erstmal auf Peaceful. Ganz schnell, dass ich hier nicht direkt verrecke. Das hat jetzt nicht gerade viel geändert. Ah, vielleicht muss ich die Bilder abmachen. Ah! Ha! Clever! Hä? Moment. Hier ist zwar eine Tür. Achso, da hat jetzt nichts gebracht. Scheiße. Okay, dann machen wir mal alle Bilder ab. Ah, guck mal, da ist ein Schalter. Ich check das nicht. Wie kann man das denn einstellen, dass es so bleibt? Ist ja gar nicht. Und nicht so machen. Ah, perfekt. Nice. So, jetzt haben wir es geschafft. Endlich. sorry, dass ich jetzt so lange ruhig war, aber ich muss mich hier konzentrieren. Anleitung. Hier geht's weiter. Es gibt drei Testkammern. Nach jeder Testkammer erhältst du einen Schatz. Du benötigst diese für deinen Sieg. Okay, Regel 1. Bitte keine Blöcke abbauen oder zerstören. Regel 2. Bitte keine Mods oder Cheats benutzen. Klar. Regel 3, bitte bleibe innerhalb des Adventure-Bereichs. Klar. Du darfst natürlich auf Peaceful spielen. Vielen Dank. Viel Spaß beim Zocken. Merci. Dann gucken wir mal. Testkammer 1. Okay. Hoi. Hier darf man noch aussuchen, wo man hinspringt, so wie es aussieht. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich da hinten hin muss. Ah, fuck! So, ah, okay. Hier komme ich wieder hoch. Perfekt. Und da ist ein Schalter. Nice. Den macht es einem einfach. Denkst du, so einfach. Ah, fuck. Scheiße. Hat er mich verarscht. Ah, ich mache erstmal die Bilder weg. So. Okay, das ist schon mal gut. Dann gucken wir mal. Da unten ist nochmal so ein Knöpfchen. Oh, fuck. Bin ich an der Wand hängen geblieben. Scheiße. Okay. So. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall schon mal, dass ich auf Peaceful spielen kann. Dann habe ich nämlich kein Problem damit, Leben zu regenerieren. Scheiße, was mache ich denn? Aber eigentlich müsste es auch gehen, wenn ich da oben lang. Ja, doch, das geht auch. Ich muss gar nicht diesen Weg hier benutzen. So, ich gehe jetzt einfach hier weiter. Oder darf man nicht sprinten? Doch, man darf sprinten. Da, den Sprung da schafft man nämlich nicht, wenn man nicht sprintet. Das heißt. Also wenn ihr jetzt denkt, wie man darf nicht sprinten, was soll denn der Quatsch? Also erstens darf man ja sprinten. Und zweitens ist die Map, wie am Anfang schon gesagt, uralt. Und deswegen ist das immer so eine Sache. Weil früher gab es noh kein Sprinten, ganz am Anfang. Oh je, oh je. Sowas liebe ich ja. Da ist irgendwie ein Schalter. Ah, sehr gut. Zack, legen wir den mal um. Ich denke mal, wir müssen alle Schalter umlegen, die jetzt hier sind. Boah, fuck. Hä? Ah, hier. Boah, Mann, ist das. Nee, auch falsch. Ist das verwirrend. Ah, so geht's. So, hier hoch. Ah, nee, da kommen wir her. Hä, scheiße. Ah, wir hätten gar nicht mehr müssen zurück. Oder? Hier geht es irgendwo sonst weiter. Ah, hier geht's weiter. Sehr gut. Hier bin ich dann falsch. Hier geht's runter. Nee, Moment. Jetzt bin ich ja wieder da, wo ich vorher war. What the fuck? Ah, hier. Ah, okay. So, zack. Und der Schalter. Jetzt ist nur noch der letzte. Boah. So. Ah, shit. So, jetzt aber. Ist irgendwo irgendwas passiert?
Mich gehört, aber ich sehe nichts. Nein, ich wollte eigentlich jetzt gucken. Da ist noch einer. Da war, ah ne, bei dem war ich schon. Hä, und wo ist jetzt irgendwas? Ah, hier. Ah, okay, sehr gut. Hui! Platsch! So. Okay, damit hätten wir das wohl auch geschafft. Kleiner Snackautomat. Vielen Dank. Dann fressen wir auch... Oh, hoppsala. Essen wir auch direkt mal was. Ne, Hähnchenkeul. Komm. Oder ist das Fisch? Ne, ist Hähnchen. Na, ist auch egal. Auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal, wo es weitergeht. Das hier ist wohl mitten in so einem Minenschacht gebaut. Hm. Da scheint was schiefgelaufen zu sein. Schau dich einfach mal um. Alles klar. Ganz ruhig. Du findest den Ausgang sicher. Okay. Keine Angst. Du bist sowieso auf Peaceful. Da hat er recht. Okay. Wow. Ah, Spinnennetz. Und hier ist jetzt bestimmt mein Kart drin. Das ist der zweite Schatz. Ein Diamant. Was macht der Schalter? Ah! Eisenbarren und ein Holzblock. Hä? Ah, okay. Eigentlich, okay. Ich weiß gar nicht, wie man ein Minecart craftet, aber ich gehe mal davon aus, dass ich dafür... Okay. So baut man eine Lore. Boah, das wäre eng gewesen. Fast, ich hätte ganz schön verkackt hier, ey. Da hätte ich den ganzen Weg müssen laufen. Da ist Diamant! Da war Diamant. Oh. So, jetzt geht's erstmal wieder raus hier. Aus diesem... Wow. Wieso leckt's? Huiuiui, huiuiui, huiuiui. Wow, WTF, wo sind wir denn jetzt? Letzte Challenge. Oh, scheiße. So, gut. Die letzte Challenge also. Okay. Viel Erfolg. Vielen Dank. Scheiße. Okay, das war ziemlich dumm. Alles klar. So, die letzte Challenge. Ich habe so das Gefühl, dass das hier relativ... Ah, okay, das ist noch viel Arbeit. Ich habe so das Gefühl, dass die Map relativ kurz ist. Aber Viertelstunde Video sollte es werden. Die letzte hat ja schon nur... Na super. Die letzte hat ja schon nur 11 Minuten gedauert und die davor, da war das Video dann 9 Minuten. Deswegen habe ich jetzt sehr darauf gehofft, dass das hier wieder 15 Minuten wird. Aber wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern, Leute. Dann tut es mir wirklich auch richtig leid. Ah, okay, aber erstmal gucken, was es da so gibt. Ein Checkpoint, wohl oder übel. Oder? Ja, sehr gut. Da gibt es einen Checkpoint. Hoppala. Wow! Direkt mal rausgefallen. Oh, in dem Checkpoint ist sogar noch eine kleine Sprung-Action drin. Naja. So. Was war das denn? War ich jetzt nur blöd, oder? Ich war, glaube ich, nur blöd. Oder? Ja, ich war nur blöd. So. So, gut. Und jetzt den Knopf aktivieren. Oh, scheiße. Okay. Da war ich ein bisschen arg zu langsam. Fuck, okay, machen wir das nochmal. Also nochmal hier hoch. Nochmal darüber. Boah, na, wieso denn? Ey, was war das denn? Scheiße, das hätte doch ein bisschen reichen locker. Scheiße, fuck. Okay, nochmal. Jetzt aber. Diesmal schaffe ich's. So schwer ist es eigentlich an für sich nicht. Ah, das darf man nie sagen. Ah, fuck. Das gibt's doch nicht! Ich springe zu weit links und dann komme ich gegen die Leiter und dann falle ich runter. Oh Mann. Gegen das Mikrofon gekommen. Zumindest gegen den Mikrofonständer. Er hat Ständer gesagt. So, alles klar. Dann machen wir das hier erstmal wie Männer. Also möglichst weit rechts außen bleiben. So, so ist es easy. Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Nix, alles klar. Erstmal gucken, was da passiert. So, geschafft. Diese Piston-Action. So, wenn ich hier runterfalle, bin ich aber komplett im Arsch. Dann müssen wir wieder zurück zu dem Checkpoint.
So, was ist hier? Nicht geschafft. Hä? Wie? Doch? Hast du geschafft? Ach so, hier geht's noch weiter. Hä? Das checke ich jetzt gerade nicht. Wie, hä? Also da drauf. So, und jetzt weiter da hoch. Ja. Ich mache, gehe ich doch mal davon aus. So. Hm? Und jetzt soll ich da rüberkommen. Geht das? Von der Höhe aus. Achso. Was macht der Schalter? Ah, der macht da hinten irgendwas auf. So, und da geht's jetzt hoch, oder was? Da geht's jetzt wohl hoch. Alles klar, dann gehen wir da mal hoch. Oh, hat das hier doch bei weitem nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Naja, auch gut. Ey, so. Jetzt schwimmi, schwimmi da ganz hoch. Zweifel, dass es hier doch noch 15 Minuten dauern wird. Da sind wir in der frischen Luft. Und das war's. Oder? Ich hätte jetzt gar keinen was geschafft oder so. Was ist da unten für eine Glaskugel? Ja, das ist also der Weg, den wir gegangen sind. Alles klar, meine Damen und Herren. Das war's dann erstmal wieder mit Let's Play Your Adventure Map. Ja, also mir hat die Map hier auch ganz gut gefallen. Ungefähr so wie die letzte. Ja, vielleicht auch ein bisschen zu einfach, glaube ich. Aber gut, ja. War gut gemacht, eine gute Map. Genau wie die letzte. Nicht so brillant wie davor, aber gut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.